Hey Leute, da bin ich mal wieder. Nach längerer Pause machen wir mal wieder weiter bei Uncharted 2. Wir stehen hier vor dem Hotel. Wir müssen hier Chloe hochhelfen, um in das Hotel zu kommen. Wir sind perfekt ausgerüstet mit 11 mal Munition für die Moss, eine schöne Schrotflinte und 125 mal Muni für die Micro. Glaubt, er kann uns nicht so wirklich etwas stoppen. Die Lautstärke war gerade ein bisschen leise. Wirklich clever. Aber okay. Ich hoffe, euch gefällt auch diese Folge. Ich weiß nicht, ob euch die letzten Folgen auch gefallen haben, okay, aber bitte. Wie immer viel Spaß. Und da kommt auch schon der Gegner, der nächste. Na? Ich wollte dich töten, Mann. Haben wir das auch gut geschafft? Das war wieder so klar. Das ist Magnetfühl. Irgendwelche Fehlfunktionen. Das bringt nicht. Ich brauche Strom, um dich da rauszuholen. Hältst du noch durch? Klar, ich werde mir so lange die Füße verdrehen. Ah, witzig. Der Schutzschalter muss irgendwo oben sein. Keine Sorge, ich mach das schon. Auf geht's. Der Strom ist weg und sie steckt fest. Ich spür's, wenn da ein Zombie um die Ecke ist. Ah, alles ist ein Zombie. Nein, hier ist nirgends so ein Zombie. Zombie. Am Anfang der Woche ist mein Deutsch schon alle sehr schlimm. Sag ich doch. Denn ich geht ständig was schief. Genau das brauche ich. So. Ah, ist nämlich vielleicht nicht gerade so ein großer Trick, aber stellt einfach die Propangasflasche dahin und schießt sie drauf. Da ist dann schon alles weg als Munition zu groß zu verbrauchen. Ja. Ist auch keine große Kunst, die zu töten. Ziehen halt nur verdammt viel Leben ab, wenn du von denen getroffen wirst. Aber sonst ist hier auch keine große Kunst. Gut, hier
jetzt leider nichts. Ja. Viel zu viel Muni gerade vorbei. Verballert. Hey. Nein, du konntest mich nicht. Nein, habe ich nicht gehabt. So ist gut. Juhu. Hab ich geschafft, komm. Juhu, ich freue mich also. Und hoch mit dir. Und ein kleiner Tipp für die, die vielleicht ja auch Uncharted zocken. Einfach mal hier ins Wasser springen und ein bisschen abwarten, dann bekommt man zwei Trophäen. Hey, check it out. Marco. Na komm. Hi. Marco. Ja, genau die zwei Trophäen bekommen. Das war total unsinnig, aber... Landratte. Lustig. Guck mal. Hotel Shangri-La. Und noch mehr Klettern. Ist das irgendwo ein Schatz? So ist das doch immer. Wie weit geht's hier noch lang? Es geht. Oh, hier geht's nicht weiter. Gibt's hier nirgendwo einen Schatz? Muss mich doch verarschen, oder? Toll. Aber auch hier sieht man, dass die Stadt wirklich in einem wirklich perfekten Zustand ist. Und hier überall Explosionen sind. Das ist wirklich ein gutes Reiseziel für die nächsten Ferien. Sehr empfehlenswert. So, da sind wir. Jetzt brauchen wir nur noch den richtigen Tempel. Die Nadel im Heuhaufen. Vielleicht können wir... Oh, Bingo. Da ist er. Das ist er? Ja, muss er sein. Da, wo sie wild rum sollen und die ganzen Explosionen sind? War ja klar. Nate, da hält sich Lazarevich auf. Ich hatte gehofft, wir würden in die andere Richtung gehen. Tja, das ist eben kein Wunschkonzert. Hallo? Sind nicht zufällig in Sektor 19? Dieser verdammte Mistkerl. Okay, verschwinden wir hier. Na los, Nate, wir müssen weiter. Jawohl. Das Weib stresst aber auch ganz schön rum. Wie zur Hölle sollen wir da rüberkommen? Na, wie wohl? Ein guter alter Drake-Manier. Lauf, Forrest, lauf! Das war wieder so klar. Sie kommt ganz normal drüber und wir stürzen wieder fast ab. Und wir sterben. Ganz schnell. Komm, hier rüber. So ist rein.
nein! Hör auf! Ist nicht cool. Was mach ich? Dann sind immer noch alle auf mich. Nie auf sie, nur auf mich. In dieser actionreichen Situation machen wir auch mal Schluss. Die Zeit ist bald vorbei und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal. Bis dahin.